Okay. So, und jetzt wollt ihr noch spielen. Ja, das müssen wir euch einmal. Und zwar einmal Eclipse. Brain Games. Genau, und kurze Runde Eclipse. Okay. Reicht nicht mehr die Zeit, leider. Deswegen spielen wir jetzt Cortex. Genau so. Ja, aber kann ich versprechen, es macht mindestens. Muss ich dabei reden? Das sind auch drei Sachen, die bei euch die rauskommen jetzt. Also, die sind auch ganz frisch, ganz gerade vor 2 Wochen ausgeliefert worden. Ah, okay. Und die sind nämlich total toll. Ja, ich sagen, also wir spielen jetzt mal die Erwachsenenvariante. Ja? Also ich möchte nicht Geo, da verliere ich. Kinder möchte bitte, ich heute auch Geo nicht. Von daher gehen wir mal auf die normale Erwachsenenvariante. Genau. Cortex Pilze. Ah. Cortex ist Cortex klassische Oper. Ein schnelles Spiel. Es ist unglaublich rasant. Es ist ein Wissensspiel, Denkspiel, Aufpassspiel, Merkspiel, alles in einem. Mhm. Und es ist ein Fühlspiel. Ein Fühlspiel? Ja. Es gibt verschiedene Aufgaben, wir machen einfach Folgendes. Ich werde mal die Kamera anschalten, vielleicht, weiß nicht, ob ich damit eine Chance habe, mitzuspielen, aber ich probiere es mal. Aber ich glaube, wir müssen es einmal sehen, sonst wissen wir nicht, worüber ihr geht. Oh ja, das ist das Highlight, das kommt gleich noch. Das ist ein weiteres Highlight. Nur mal kurz ein Highlight. Wir haben wieder ein Jahr ein der Highlights. Ein Highlight nach dem anderen. Ein Highlight jagt das nächste. Aber hallo. Also, wichtig ist bei Cortex jetzt darum, Gehirne zu sammeln. Wer zuerst viel Gehirne hat, hat gewonnen. Gewonnen. Achso. Also Teile. Also du musst schon ganzes Gehirn zusammen sammeln. Okay. Ja? In verschiedenen Farben auch? Ja, bitte. Und okay. Wenn du also ein Gehirn besteht nun mal aus 4 Farben. Natürlich. Ja, und da ist es. Genau. Und 4 Gehirne hättest du eigentlich nur, wenn du ein ID wärst, ne? Ja. Richtig. Der Professor, wie heißt der? Der Lehrer vom Captain Blaubeer, der Nachtigall. Er hat aber 7, ist ja besonders. Gut, okay. Es gibt verschiedene Aufgaben. Wer die Aufgabe zuerst löst, haut drauf, muss die Lösung sagen, ist sie falsch, muss eine Runde aussetzen. Okay. Das ist einfach. Das muss man sich jetzt einprägen, was hier gezeigt ist. Dann draufhauen, die Hand liegen lassen und es dann sagen, was man sieht. In Farbe und Tier? Nein, nur die Tierart. Wie, achso, die. Fangen wir schon an? Ja, ja. Ja, dann sagen wir. Elefant, Lama, Bär, Vogel, Fisch. Okay, ich hätte zwar gesagt, dass das ein Schaf ist, aber das Lama kauft. Also jetzt mal ganz schnell. Ist das ein Lama? Das ist eigentlich ein Schaf. Komm, jetzt sitzt du weit weg, ich lasse das Schaf für ein Lama durch. Okay, dann lass es. Danke. Und der Vogel wäre, glaube ich, eine Ente. Also jetzt verstehe ich quasi. Hier oh, der Vogel, aber so, das ist so ein. Muss ich anders. Hier ist auch so wirklich eine Art von Kitzel. Aber das war jetzt nur ein Test. Also die sagt, präg dir was ein, pack was in dein Gehirn rein. Ah, okay. Die sagt, finde die Lösung für das Puzzle. Welches Teil gehört in die Lücke? B. Hast du schon geantwortet? Ja, ich habe B gesagt. Ach so, ja. Musst du nicht schlagen oder so? Zu einfach für Karen. Oh jetzt, aber beweis mir das doch mal. Guck mal, dreh das mal da hoch oder fass das da rein. Weißt du, Alpha Tisch. Oh, jetzt Labyrinth. Ja. Genau, nicht mit dem Finger. Okay. Wo ist der Ausgang? B! B! War es hier irgendwo? Moment. Nee, wie gesagt. Ja, das ist richtig. Ja, natürlich B. Ich bin zwar anders gegangen. Hast du jetzt schon frei gehört, ne? Nein. Man muss ein paar, wenn sie jetzt das kriegt, hat sie ein Gehirn. Alles klar, alles klar. Was ist das Puzzleteil für diese Lücke? Ist denn die Lücke? Achso, die Vierer. Ah. Diese Lücke hier war es quasi. Ja. Aber Hunter, du spielst schon mit. Ja, du spielst schon mit. Ich wollte nur mal. Hunter spielt mit. Ich spiele mit, aber ich muss so, auch. Welche Farbe ist in der richtigen Farbe geschrieben? Hier sind verschiedene Worte in verschiedenen Farben geschrieben. Aber, nur ein Wort ist in der richtigen Farbe geschrieben. Grün. Ja. Ja, okay. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Ich konnte noch nicht mal lesen. Erzähl nicht so lange. Klar. So, was ist am häufigsten drauf? Gorilla! Das hätte ich jetzt auch gesehen. Ja, das kann ja klar. Oh, das hätte ich auch. Du hast aber noch kein Pärchen. Jetzt kannst du wieder. Ich habe auch schon noch verschiedene. Was war das nochmal? Was ist am häufigsten auf der Karte abgebildet? Die Elf, rote genau. Elf. Ja, okay. Ich glaube, ich darf nicht hier reingucken. Ich muss nein, reingucken. Nein, nein. So, welche sind gleich? Genau. Das sind nur ein Paar, ein was Pärchen ist doppelt. Zu finden. Also genau, also ein Pärchen. Ein Pärchen ist zu finden. Okay. Ja, irgendwo ist es. Runde doppelt ist es.
Gleiche Farbe, gleiches Tier. Nee, nicht zwingend gleiche Farbe. Das Schaf, das Schaf. Das Lama. Ja, da, genau, das Schlaf, Schaflama. Okay. Ja. Ach, das ist ein Kopf von einem Schaf. Jetzt habe ich es noch verkannt. Hättest du dann nicht sagen müssen, der Kopf von einem Schaf? Ja, wahrscheinlich. Ja, was ist doppelt drauf? Ja, immer noch. Die Spinne ist es nicht, das würde ich immer sofort sehen. Ja, ne? Der Wolf! Da und da! Ah, so, und jetzt habe ich zwei! Kann ich da auch ernsthafte Defizite feststellen? Wenn ich jetzt nie so eine Karte gewinne, muss ich dann zum Arzt? Oder wenn Hunter jetzt gar keine Karte gewinnt? So, die darf ich weggeben, weil ich habe einen Gegner. Du weißt ja, wie es ist, wenn man selber dreht, dann ist es immer ein bisschen schwierig, sich zu konzentrieren. Aber so konnte man zumindest genau mitkriegen, wie es funktioniert. Ja, kommen noch zwei. Eins möchte ich nämlich auf jeden Fall gleich noch zeigen. Erstmal kurz. Das ist jetzt ein bisschen gemein. Okay. Das hier ist die linke Hand in blau, die rechte Hand in rot. Daumen ist die 1, Zeigefinger ist die 2, der Mittelfinger ist die 3, der Ringfinger ist die 4 und der kleine Finger ist die 5. Auf der anderen Seite ist abgebildet, welche Hand, also sprich die Farbe, mit welcher Zahl, sprich welchen Fingern, wohin man zu tun hat. Bitte? Okay. Ja, das wirst du jetzt sehen. Die 4 in blau ans Auge. Das wäre von der linken Hand der Ringfinger ans linke Auge. Auch noch ans linke Scheibenkleister. So, an dein Auge. Ja. Ja. Nicht auf die Karte. Nein. Auf. Ja. Oder im Robins Auge. Ja, unbedingt. Da wäre es. Okay. Nicht so einfach. Und was es auch noch gibt, und das ist etwas, was dieses Spiel wirklich, wirklich auch noch ganz besonders macht. Das hat sich total versteckt. Da ist es. Das sind die sogenannten Gefühlskarten. Oder Fühlkarten. Wenn das kommt, der Spieler, der die letzte Karte gewonnen hat, muss jetzt eine, da ist noch nichts drauf, eine von den mitgelieferten Fühlkarten erraten. Da darfst du ganz da rangehen, ans Hinten. Okay. Au, das ist so mit. Ja, genau, so richtig mit 3D-Effekt. Ja, das man sieht es natürlich. Ja, man sieht es auch. Nicht. Ja, wie ist das denn gemacht? Ja. Wichtig ist, also die natürlich, sind echt gut gemacht. Ja, wie ist das gemacht? Sie musste sich jetzt diese alle einmal. Das ist jetzt wirklich schlecht über die Kamera, aber das, das kann man wirklich fühlen. Das ist quasi so geriffelt. Ja, aber ist das gedruckt oder wie? Verstehe ich gar nicht. Wie macht man denn sowas? Ist das echte Zebrahaut? Und muss man dann quasi einfach erraten, was man fühlt. Genau, und wenn sie die Augen zumachen. Oh, das will ich mal machen. Dann musst du dir die jetzt einmal alle einfüllen. Achso, ich schau mal einmal anders. Mach jetzt einmal fühlen. Wir mischen dann, sortieren dir wieder eine zu. Wir geben dir eine, ohne dass wir sagen, welche. Woher darf man sich mit alle an? Ja, sonst, damit du halt das einmal gefühlt hast. Damit du weißt, was im Spiel ist. Ah, das ist schwierig, gut zu wissen. Ja, weil da mehrere dabei sind, die sehr, sehr ähnlich sind. Diese Einfachung. Wobei, stimmt, dann sind wir Basketball dabei. Jetzt mischen wir die. Ja, jetzt mischen wir die. Oder wir suchen gerade. Mal gucken. Ach. Nicht zu nett. Nein, Robin wollte gleich wieder die aussehen. Aber hier, dann ziehen wir eine raus. So, klar. Ja. Augen zu und. Das ist doch diese Erdbeere. Ja, das ist einfach. Gib mir nochmal. Richtig. Hier. Oh, das ist einfach eine schwierige. Warte mal. Also, die Schlange ist es nicht. Sag ich. Ist die Schlange auf zu lachen? Ich kann es nicht sehen, was es ist. Oh Gott. Der Fußball? Nicht ganz. Da war nicht mal ein Fußball dabei. Der Fußball war nicht dabei, der hieß Basketball. Aber es war der Teddy. Da wusste noch, Moos ist es nicht, auch wenn es nicht so ähnlich ist. Und in den anderen Versionen sind halt auch solche Gefühlskarten dabei. Das ist sensationell. Ja, das ist cool. Total genial. Also erstens, das spielen immer alle mit. Ja. Das ist total schön für so ein Brain Game. Und dann hat es halt noch was ganz Besonderes durch diese 3D-Karten.